Ja, da sind wir schon wieder. Tut mir leid, ich musste leider, die Aufnahme ist leider abgebrochen, weil das Spiel abgeschmiert ist. Und zwar, das lag aber nicht am Spiel, sondern das lag daran, dass das Gamepad sich gerade abgemeldet hat. Man hat vielleicht noch das gehört und dann war das Spiel schon weg. Es tut mir leid, ich muss den Level nochmal machen. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Doch wir haben hier Zeit, wir haben hier Zeit, wir haben hier Zeit. Dip, 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 dip. Makrelen essen ist lecker. Oh, so lecker, so lecker. Ich esse Makrelen. Ich muss sie mir kaufen oder stehlen, weil sie köstlich sind. Den ganzen Tag. Oh, hier. Oh. Auch Taucher esse ich gern, von nah oder von fern. Einfach so ein Taucher. Schlaucherboot. Keine Ahnung. So. Ach, die Musik ist super. Es tut mir leid. Aber ich kann mich leider nicht auf Singen konzentrieren, weil ich ja essen muss. Und wenn ich nicht esse, werde ich ungemütlich. Und wenn ich ungemütlich werde, dann kannst du meine schlechte Seite erleben. So. Wie die Dinger jetzt noch gar nicht ausweichen. So respektlos. Aber kaum können wir die fressen, dann hauen sie ab mit ihrem Schiss, weißt du? So, das heißt, wir müssen wieder 10.000 rote Autos fressen, wie es aussieht. Ich muss mal gucken, ob wir da oben vielleicht irgendwo hinkommen, wo es vielleicht mehr rote Autos gibt. Weil wir haben jetzt ja nur unten rumgehangen. Nom, nom. Roten Autos, ich verstehe es nicht. Ich guck mal gerade, ich... Auch wenn's... Ah, siehst du, jetzt kommen hier auch rote Autos. Na, sieh mal eine an. Aber hier lohnt sich's, glaube ich, nicht so wie unten. Vor allem, weil wir hier auch noch die gelben haben. Die bringen zwar nicht ganz so viel, wie so ein rotes Autochen. Aber die bringen immer noch so eine kleine Beilage. Das ist wie die Pommes zu unserem Schnitzel. Und so ein Mensch ist hier eher so ein kleiner Chicken Wing, aber so ein winziger. So, da sind wir ja auch gleich schon wieder durch. Dann haben wir den Level doch noch geschafft. Alles gut! La da 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 da. Ich will Menschen essen. Hey Mutti, wann gibt's mal wieder Menschen zum Mittag? Ich esse auch gerne L.A. Menschen. Ah, da haben wir es geschafft. Mit 2 Sterne. Man glaubt es gar nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was die roten Dinger sein sollen. Diese komischen See-Porsches oder Meeres-Porsche oder keine Ahnung, was das sein soll. Warum die Räder haben, ist mir ein Rätsel. Aber hey, ist doch egal. Wir ziehen mal weiter. Munching Marine. So, wir ernähren uns von Müll und Unrat. Wie zu Hause. Mutti, was gibt's zu essen? Müll und Unrat. Kann man den später auch noch essen? Bestimmt. Aber jetzt erstmal. So, happa, 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 schmappa, happa, schmappa, yam, yam. Ha, ist schwierig zu sehen, welche hier groß genug sind. Mist, ich erwisch die aber nicht. Schon. So, jetzt haben wir hier auch wieder Nachschub und ich glaube, wir sind inzwischen auch ein bisschen gewachsen und können jetzt noch mehr essen hier unten. Das resultiert natürlich darin, dass wir noch mehr essen können hier unten und man lernt daraus, je mehr man isst, desto mehr Appetit kriegt man. Ich möchte gerne nochmal auf meine Petition hinweisen. So, hier gibt es jetzt... Ah, okay. Ah, lecker, lecker, lecker. Ach, jetzt kann man die auch noch essen. Sehr gut. Nam, 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 nam. Das ist wie eine Null-Diät, nur umgekehrt.
Eine Diät, in der man alles essen darf. Weil es scheißegal ist. Wir werden ja nicht fetter, wir werden nur größer. Ah, jetzt kann ich auch ein bisschen Seaweed essen. Schnauzemöwe. Schnauzemöwe. So, lalalala. So, hier war noch irgendwo was. Ja, da. Alter, yeah, geil. Entschuldigung. Dürfen wir den Menschen jetzt langsam essen? Ist es so? Alter, der kriegt das Maul gar nicht. Geil. Ja, geil. Ein Sternchen haben wir auch und wir haben den Typen gegessen. Sehr schön. Freue ich mich. Der hat halt mal kurz nicht hingeguckt. Warum schwimmt der hier? Ach ja, in unserer Magensäure, bevor er zersetzt wird. Stimmt ja. Frogfair. So, ach, hier unten nochmal. Aber müssen das nicht Kaulquappen sein? Das sind ja so Mini-Frösche hier. Mama, ich esse gerne Frösche. Das ist kein Problem, aber lösche deinen Durst mit Wein. Oh, ich bin so froh, ich will mein Leben lang Franzose sein. Yeah, yeah. Mein Sohn, sag es dir wie dem Enkel. Wenn du Frösche isst, dann nur ihre Schenkel. Landerlein, alles andere schmeckt nicht so gut. So, huch. Boah, Alter, aua, aua. Ach, der frisst uns auch das Essen weg und uns auch. Ein Fisch, der Frösche frisst. Ein froschfressender Fisch. Und wir haben den gerade richtig ausgebotet. Hahaha. Hast du gesehen? Wir haben den angedipst und ihm das Essen geklaut. Und das Beste ist, Schnauze. Wir fressen ihn jetzt auch. Schnauze. Schnauze. So, ach, das ging aber schnell. Die Algen unten sind echt ein Geheimnis. Wenn man schnell wachsen will und kann die Algen essen, dann sind die echt ein Geheimnis. Ein Sternchen haben wir jetzt da. Monsterfisch. Ach du Scheiße. Ach, wir sind schon ein Monsterfisch. Oh, süß. Wie geil. Boah, wie geil ist das denn? Oh, ich glaube, wir können die Helikopter jetzt essen. Alter, wie geil ist das denn bitte? Okay, die fetten Wale unten können wir noch nicht, die Pottwale können wir noch nicht essen. Alter, Armeehubschrauber. Scheiße. So, ah, jetzt können wir auch die Pottwale fressen. Boah, das Spiel macht mega Spaß. Es tut mir leid, dass ich das immer wieder sagen muss. Mir tut mir eigentlich gar nicht leid. Ich bin froh, dass ich es sagen kann. Schnauzerakete. So, einen Stern haben wir jetzt auch bekommen. Alter, 45 Killerwale, 12 Segelbötchen, 15 Helikopter, 6 Schiffe. Und ja, auch ein der Leuchtturm. Ja, der Leuchtturm ist auch dabei. Boah, macht mega Spaß. Orcas und Helikopter. Wir bleiben erstmal unten, bis wir die da oben fressen können. Momentan schießen die nur auf uns. Die schießen! Oh, das ist ein Schießspiel, das mag ich nicht. Das ist Gewalt im Spiel. Sowas hier macht doch Kinderspiele. Was sollen denn die Kinder denken, wenn die so ein Spiel spielen? Dann fahren die ans Meer und fressen Wale. Ja, ich sehe es schon kommen. Na los, na los, na los. Ah, sehr gut. Ich finde das so süß, wenn er getroffen wird und trotzdem noch irgendwie so.
Oh, der hat sich gerade selbst vernichtet. So, der hat uns gerade noch getroffen. 2 Sterne. Geil. Rekord. Das Spiel macht mehr Spaß, als es sollte. Verdammt. Fischleder. Ich wollte nicht so weit. Ich wollte gar nicht so. Oh, Alter. Aua. Nein. Ha. Okay, ich fange jetzt einfach mal ein paar ab. Den kann ich nicht essen. Den kann ich nicht essen. Den kann ich essen. Den kann ich essen. Den kann ich essen. Den nicht. Den kann ich essen. 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 Den da aber nicht. Den kann ich essen. Dem beiß ich ins Gesicht. Den kann ich essen. Bei dem lass ich's lieber sein. Den kann ich essen. Dann nage ich das Bein. Halt, Fische haben keine Beine. Fische haben Kiemen. Wenn man in die Fische beißt, dann bleiben meistens Striemen. Was? Mist, ich komme einfach nicht darüber. Oh. Jetzt komme ich darüber. Ja, da bleibe ich doch mal hier. Da kommen die mir alle ins Maul gesprungen. Super. Nam, 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 nam. Ah. Wie praktisch. Ah. Wie beim Zahnarzt. Oh, 1 Sternchen haben wir immerhin. Aber wie gesagt, man muss ja immer erstmal gucken, was man machen muss. Release the Kraken. Geil. Oh, der hat aber eine gute Location zum Fischen hier, der Kollege. Schade, dass es sein letzter Tag als Fischer sein wird. Huch. Nicht auf mich, nicht auf mich. Ich will euch nur die Nahrung wegfressen. Lasst mich in Ruhe. Wir fressen die schon noch früh genug. Warum erinnert mich die Musik irgendwie an Sims? Ich möchte direkt Möbel kaufen, wenn ich das höre. So, ein bisschen Konzentration, denn die Seelöwen sind ja leider überall. Nicht mehr lange. Wundert sich der Fischer nicht? Noch nicht. Na, können wir schon, können wir schon? Nein, immer noch nicht. Ah, verdammt. Oh, l'amour. Le fiche toujours. Mmh. C'est magnifique. Lecker, lecker. Oh. Verschwinde. Aua. Ist das ein Hai? Blöder Hai. Geh weg. Ich bleib mal hier unten. Der Hai ist ja mehr oben. Schnauze. Danke. Entschuldigung. Entschuldigung. Aua. Bin ich zu früh nach unten gezogen? Ho, 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 ho. Aber Herr Hai, wie wird mir denn? Lass uns Freunde sein, denn du wirst später echt Probleme haben gegen mich.
Ja. Guck mal, wie schnell ich bin. Mist. Aua. Ah, der doofe Hai. Hast du dir so gedacht? So, Schnauze. Schnauze. Wie viele Haie jetzt auf einmal kommen? Ich glaube, wir müssen den Leuchtturm fressen, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Mist. Wie viele Haie hier plötzlich sind. Da haben wir richtig Glück gehabt vorher. Oh, köstlich, köstlich. Oh, ist wie kalte Buffet. Oh, lecker. Dass sie noch ein bisschen rumknötern, bevor die sterben. Alter, noch größer. Wow. Der Kraken. Das heißt also Release-Kraken. Hallo, Herr Krakemann. Ah, jetzt können wir die auch futtern. Das Blöde ist nur, der Krake hat natürlich Appetit auf Goldfisch. Wir müssen, glaube ich, dann erstmal die Fregatten essen. So, ciao, Kraki. Boah, man muss echt, so ein bisschen muss man aber echt wirklich... Wow. Hilfe. Hilfe. Kann ich nicht bald die Schiffe essen? Ah, der frisst die Schiffe, der Kraken. Oh, jetzt nicht mehr. Ich dachte, wir müssen die Schiffe essen, um den Kraken zu besiegen. Okay. Natürlich wundert sich so ein Captain vom Kahn auch nicht. Ja, endlich. 2 Sterne. Geil. Alter Schwede. Natürlich, voll nicht übertrieben oder so. 7 Kraken. Hey, immerhin. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich wollte schon längst aufgehört haben. Es tut mir echt leid. Ich wollte längst aufgehört haben. Alter. Ist schon irgendwie cool. Und jeder Level ist anders. Oh oh. Also wenn so einer uns erwischt, sind wir natürlich mit einem Haps einfach mal weg. Deswegen fressen oder gefressen werden. Ach so, deswegen ja auch Moby Dick. Klar, weil hier Moby Dick durchs Fischbecken fliegt, den wir wahrscheinlich selber aufessen müssen, weil wir sonst immer Opfer bleiben. Da ist er schon wieder. Freund Moby. Moby, weißt du, der hat ja, ach weiß ja, ne? Der hat die CD im Auto vergessen. Der Moby für die Silvesterparty. Oh. Ach, die kleinen Fische sieht man jetzt schon gar nicht mehr. So sind wir gerade gewachsen. Krass. Und jetzt will natürlich der Moby Dick uns fräsen. Wäre natürlich interessant, wenn er jetzt die ganze Zeit nur hinter uns her wäre. Also der hat uns vorher gar nicht beachtet, weil wir viel zu klein... Alter, weil wir viel zu klein waren. Wie viele Mobbys gibt's denn hier? Das grenzt ja an Mobbing.
Das wäre echt schlecht, ich weiß. Hey, da haben wir wieder so einen Dampfer. Hui, hallo Freunde. Ich bin's, euer Nemo. Oh. Da geht's auch schon los. Jetzt können wir Mobbys fressen. Okay, das sind also nicht die Mobbys. Da gibt's also noch dickere. Ich vermute mal, das wird da sein. Oder vielleicht gibt's da noch einen schlimmeren. Vielleicht gibt's da noch einen größeren, den wir jetzt noch nicht mal auf dem Schirm haben. Was soll man jetzt fressen? Okay. Ciao. Ach, das war's. 2 Sterne. Geil. Verdammt, das macht echt Spaß. Ich wollte schon längst aufgehört haben. Ich wollte vielleicht so 20 Minuten eine Folge machen. Vielleicht so 30 Minuten zum Antesten. Aber jetzt hänge ich hier die ganze Zeit... Ich wollte hier vielleicht die ersten Level machen. Jetzt hänge ich schon hier hinten rum. Tale of a Goldfish.